57. Pat wartete ungeduldig, bis das Flugzeug endlich die Parkposition erreicht hatte. Im Gegensatz zu den anderen Passagieren würden sie sich nicht zu dem normalen Ausgang begeben, sondern wie immer unauffällig durch eine Seitentür verschwinden. Mit ihrem Gepäck hätten sie sofort sämtliche Zollbeamten alarmiert und auf stundenlange Erklärungen, warum sie ihr persönliches Waffenarsenal mit sich führten, konnten sie verzichten. Stattdessen wurde ihr Gepäck extra abgefertigt und würde ihnen separat übergeben werden. Auch wenn ihnen in Lübeck nur eine leere und vermutlich ziemlich verstaubte Wohnung erwarten würde, wollte er den Flieger endlich verlassen. Das stundenlange untätige Rumsitzen auf dem Flug von Kundus nach Frankfurt hatte schon genug an seiner Geduld genagt. Die eigentlich vergleichsweise kurze Flugdauer weiter nach Hamburg hatte ihm dann endgültig den Rest gegeben. Durch seinen Aufbruch direkt aus der Gefängniszelle raus hatte er im Gegensatz zu seinen Kameraden weder iPod noch irgendwas anderes gehabt, um die Langeweile zu bekämpfen. Die ersten Passagiere sprangen bereits auf und griffen hektisch nach ihrem Handgepäck. Wie immer würden sie sich aus dem Gedränge raushalten und warten, bis Ruhe eingekehrt war. Kaum hatten sie das Flugzeug verlassen, wies sie eine Stewardess auf eine Tür der Passagierbrücke hin, durch die sie zu ihrem Gepäck kam. Ausnahmsweise empfing Hamburg sie mit strahlendem Sonnenschein. Pat blinzelte in das helle Licht und erkannte schließlich Dirks BMW gleich neben dem Flieger. Hinter ihm hörte er leises Getuschel von Daniel und Tom. »Also Geschmack hat der Ihre, ja.« Irritiert blieb er stehen und drehte sich um. Daniel wies mit ausgestrecktem Arm die Treppe runter. »Bist du blind oder was?« Jetzt erkannte auch Pat, dass neben Dirks Wagen noch ein weißer VW Beetle mit offenem Verdeck stand. »Maria!« Selbst aus der Entfernung sah er ihr eine gewisse Unsicherheit an. Pat sprintete die letzten Stufen runter und stieß dabei Joss unabsichtlich zur Seite. Er bekam noch mit, dass der DEA-Agent stolperte. Vermutlich hätte Joss es geschafft, sich am Geländer festzuhalten, wenn nicht plötzlich Dirk aufgetaucht wäre und ihm ein Bein gestellt hätte. Fluchend ging Joss zu Boden. Aber die kleine Gemeinheit zum Empfang hatte er sich verdient. Als Pat schließlich vor Maria stand, wusste er nicht, was er sagen sollte. Lächelnd fasste sie nach seiner Hand. »Ist das in Ordnung für dich, dass ich hier bin? Dirk hat mir eure Ankunftszeit verraten. Und ich konnte ihm aufs Flughafengelände folgen.« »Und wie? Ich bin nur sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass du...« Wenn ihm ausnahmsweise die Worte fehlten, musste er eben Taten für sich sprechen lassen. Er nahm sie in die Arme, hob sie hoch und wirbelte sie einmal im Kreis rum. Für ihren ersten Kuss hätte er sich zwar einen anderen Ort gewünscht, aber das konnte er nicht ändern. Ihre Lippen trafen sich. Das gellende Pfeifkonzert seiner Kameraden ignorierten sie. Er konnte ihr später alles erklären. Jetzt zählte nur, dass sie da war. Stefan hätte die Nachmittagssonne uneingeschränkt genossen, wenn nicht eine gewisse Spannung in der Luft gelegen hätte. Bisher hatte er keine Vorstellung,
was ihn nun erwartete. Überraschend viel Besuch hatte sich auf Dirks Terrasse versammelt. Sven hatte sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und ließ sich von Britta verwöhnen. Da Dirk bisher durch Abwesenheit glänzte, hatte Sven das Gewitter wegen ihrer dämlichen Verschwiegenheit allein abbekommen. Besonders beeindruckt war Sven allerdings nicht gewesen. Ehe der Streit eskalieren konnte, hatte Sarah eingegriffen. Nicht nur Laura war mit ihren Kindern da, sondern auch Lisa, Jakes Frau mit ihrer Tochter Shelley. Die Kinder tobten mit Sarah und Lisa über den Rasen. Die anderen sahen ihnen zu und unterhielten sich. Als Laura zum wiederholten Mal auf die Uhr sah und dann einen stummen Blick mit Lisa tauschte, begriff Stefan schlagartig, was los war. Die Seals kehrten zurück. Darauf hätte er auch schon früher kommen können. Sven sah ihn grinsend an. »Na, Groschen endlich gefallen?« Stefan verengte die Augen und deutete mit dem Kopf auf die Terrassentür. Sven stand sofort auf, verzog dabei allerdings etwas den Mund. Ganz schmerzfrei war er offenbar noch nicht. Sie gingen in die Küche. Stefan holte zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank, öffnete sie und reichte eine Sven. Sven sah misstrauisch zur Tür. »Pass bloß auf, dass Sarah das nicht mitbekommt.« Ihre Aussage war recht eindeutig, was Alkohol und Schmerzmittel angeht. »Die Kinder beschäftigen sie im Moment ganz gut. Was ist hier los? Warum macht ihr so ein Geheimnis drum, dass Mark endlich zurückkommt? Laura weiß doch offensichtlich Bescheid. Lisa auch. Also, worum geht's?« Sven seufzte. »Um Sarah. Aber mehr wirst du im Moment nicht von mir erfahren. Wir wollen nicht, dass du vor ihr Geheimnisse haben musst. Das ist alles.« Stefan wollte nachhaken, als Dirks Wagen vor dem Haus hielt. »Die werden andersrum gehen. Los, komm mit raus. Ich denke, es ist wichtig, dass du dabei bist.« Ratlos folgte Stefan ihm. Wenn Sven sogar riskierte, dass Sarah sie mit dem Bier erwischte, musste es wirklich dringend sein. Sie hatten gerade die Terrasse erreicht, als die Kinder wie aus einem Mund losbrüllten. Sie hatten ihre Väter entdeckt und liefen auf sie zu. Laura und Lisa mussten als Ehefrauen anscheinend warten, bis sie an der Reihe waren. Amüsiert verfolgte Stefan das Spektakel mit Sarah an seiner Seite. Erst dann bemerkte er, dass Mark und Jake nicht allein zurückgekehrt waren. Hinter ihnen stand ein Mann, der offensichtlich nicht wusste, wie er auf den Begrüßungstumult reagieren sollte. Stefan stieß Sarah an. »Kennst du den?« »Wen meinst du?« Sarah folgte seinem Blick, riss die Augen auf und wurde kreidebleich. Sie flüsterte Worte vor sich hin, die Stefan nicht verstand. Der Unbekannte drängte sich jetzt an Mark vorbei und eilte auf Sarah zu. Er fasste nach ihren Händen und flüsterte ihren Namen. Tränen liefen Sarah über die Wange. Sie weinte und lachte zugleich. Als der Mann sie jetzt auch noch an sich zog, reichte es Stefan. Gerade wollte er dem Kerl auf die unsanfte Art beibringen, dass er seine Hände von ihr lassen sollte. Da wurde er von hinten an der Schulter gepackt und zurückgezogen. Dirk grinste ihn an. »Ganz ruhig«,
Stefan. Das ist Ihr anderer Bruder. Was für ein anderer Bruder? Sie hat doch nur einen. Und Mark, ist das nicht? Jetzt lachte Dirk offen. Sie hat wirklich zwei. Es gab dann noch einen, den sie bisher durch ihren Gedächtnisverlust vergessen hatte. Als Mark nach Amerika kam, war Joss noch gar nicht geboren. Henrik hat uns gebeten, sie nicht vorzuwarnen. Er hielt's für eine gute Chance, dass sie so den Rest der Amnesie überwindet. Und wie es aussieht, hatte er recht. Deshalb solltet ihr unbedingt hier sein. Sarahs Kurzzeitgedächtnis schien auch wieder zu funktionieren, denn sie erinnerte sich an ihn und zog ihren Bruder einfach mit. Stefan, das ist mein Bruder Yusuf, aber der wurde schon als Kind nur Joss genannt. Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber bis eben hatte ich völlig vergessen, dass es ihn gibt. Aber ich habe ihn sofort wiedererkannt. Bruder hin oder her. Für seinen Geschmack standen sie zu dicht beieinander. Aber das konnte er leicht ändern. Mit einem Schritt brachte er sich zwischen die Geschwister und musterte Joss von Kopf bis Fuß. Verstärkung bekam er von Sven, der ebenfalls aufgestanden war und sich nun so dicht vor Joss aufbaute, dass dieser zurückwich. So war es auch Sven, der Sarahs Erklärung kommentierte, allerdings auf Englisch. »Kein Problem, Sarah. Ich weiß schon alles, was ich über deinen Bruder wissen muss.« »Dann solltest du mich langsam auch mal aufklären«, zischte Stefan ihm zu. »Klar, später«, gab Sven in der gleichen Lautstärke zurück, ehe er wieder Joss ansah und eine Hand zur Faust ballte. »Ich hätte zu deinem Vorgehen nämlich noch einiges zu sagen.« Dirk lachte und fasste Sven am Arm. »Lass ihn. Das habe ich ihm schon am Flughafen klar gemacht.« Joss seufzte laut. »Dann war das wohl kein Versehen, dass ich deinetwegen die Gangway runtergestürzt bin.« Dirk schmunzelte. »Und das merkst du erst jetzt? Ich bin verdammt gut mit Mark und Jake befreundet. Und nebenbei auch noch mit Pat. Jetzt alles verstanden? Anwalt?« Joss warf ausgerechnet Sarah einen hilfesuchenden Blick zu. Doch als Stefan ihn drohend musterte, wandte er sich hastig zu Mark um, der Laura im Arm hielt. »Sag mal, großer Bruder, wem hast du eigentlich alles von unserer ersten Begegnung erzählt?« »Nur meinen engsten Freunden«, antwortete Mark mit halbwegs überzeugender Unschuldsmiene. Dirk grinste Joss jedoch ausgesprochen fies an. »Andy und Mike kommen übrigens auch noch. Die gehören zum KSK. Und ich bin gespannt, was die sagen, wenn wir ihnen von deinen Aktionen erzählt haben.« Joss stöhnte so entsetzt auf, dass Stefan lachen musste. Dirk zog ihn ein Stück zur Seite. »Es gibt zwei Versionen von ihrer ersten Begegnung. Die eine ist für die Frauen bestimmt, die andere erzähle ich dir nachher.« Stefan prostete ihm mit der Bierflasche zu. »Abgemacht.« Er registrierte noch Sarahs misstrauischen Blick, aber eine Regel hatte er schon verinnerlicht. Es gab Dinge, die behielten die Männer für sich. Mitten im Gespräch mit Joss drehte sich Sarah zu ihm um. »Sag mal,
Wer hat dir eigentlich erlaubt, Bier zu trinken?« Stefan zwinkerte ihr zu und fasste sie locker um die Taille. »Ich dachte, meine Ärztin hat schon Feierabend.« »Mir geht's gut, Engel.« »Wirklich?« »Na gut. Ich drücke ausnahmsweise ein Auge zu.« Sie legte den Kopf an seine Schulter. »Sag Bescheid, wenn dir der Trubel zu viel wird. Dann fahren wir zu mir.« »Wird er nicht. Ganz im Gegenteil. Ich genieße das.« »Gut.« Sie strahlte ihn an. »Ruhige Abende zu zweit und turbulente Grillabende würden sich in Zukunft die Waage halten. Und die Vorstellung gefiel ihm. Er war endlich angekommen. Und zwar in jeder Beziehung. Epilog. 4 Wochen später. Das laute Dröhnen schwerer Motorräder durchbrach die idyllische Ruhe an der Schlei. Dicht hintereinander hielten die 4 Motorräder vor dem alten Bauernhaus. Sven riss sich als erster den Helm runter und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch die verschwitzten Haare. Das Wetter war zum Fahren ideal und das kleine Ärgernis nahm er gern in Kauf. Dirk schüttelte sich unter den amüsierten Blicken von Mark und Jake wie ein Hund. »Verdammte Helmpflicht! Dafür ist es eigentlich viel zu warm!« Mark betrachtete die farbenfrohen Beete im Vorgarten und die ausgedehnte Wasserfläche gleich hinterm Haus. »Hier könnte es mir auch gefallen.« Jake winkte ab. »Vergiss es, Mac. Viel zu weit vom nächsten Flugplatz entfernt.« »Dann nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren.« Dirk drehte sich einmal um die eigene Achse und nickte dann zustimmend. »Meinetwegen kannst du dich auch jetzt schon zur Ruhe setzen. Aber stell dich auf regelmäßigen Besuch ein. Mir gefällt's hier auch. Und ich denke, Jo wirst du auch mögen.« »Na, dann ist das ja geklärt. In 10, 20 Jahren suchen wir uns hier was Nettes. Einverstanden, Jake, Sven?« »Als wenn wir's riskieren würden, euch hier allein zu lassen.« Jake zwinkerte Sven zu, der sofort nickte. »Klar, ohne uns wären die verloren.« Dirk und Mark schnaubten beide gleichzeitig und grinsten sich dann an. Jake zog seine Handschuhe aus und ließ sie auf der Sitzbank liegen. »Ich kann's immer noch nicht glauben, dass unser Daddy es geschafft hat, seinen Sohn für ein paar Stunden allein bei seiner Mutter und den Geschwistern zu lassen.« Sven legte den Kopf etwas schief. »Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Hoffentlich macht Laura auch wirklich alles richtig bei der Versorgung des kleinen Connor James.« Jake nickte. »Ich wundere mich, dass unser Captain noch nicht angerufen hat, um zu fragen, ob...« Als Mark in diesem Moment versuchte, sein Smartphone unauffällig wieder in der Jacke zu verstauen, lachte Dirk laut auf. Jake und Sven schlossen sich sofort an und ignorierten dabei Marks finsteren Blick. Die Tür des Hauses öffnete sich, und Joe, der ehemalige Kampfschwimmer, stand vor ihnen. Er strahlte übers ganze Gesicht. »Wie schön, dass es heute geklappt hat. Kommt mit außen rum. Der Tisch ist gedeckt, und meine Frau hat den ganzen Morgen gebacken.« Dirk übernahm die kurze Vorstellungsrunde, verzichtete aber auf die Ränge der Seals. Mark schüttelte Joe lachend die Hand. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Sir.
Ich habe keine Ahnung, wie wir Pat sonst so schnell von jedem Verdacht befreit hätten. Bei der respektvollen Anrede färbten sich Joes Wangen rot. Jo, reicht. Ich denke, ich müsste eher sie mit Sir anreden. Jo runzelte die Stirn. Commander? Lächelnd schüttelte Mark den Kopf und deutete auf Jake. Jake ist Commander und mein Stellvertreter. Captain, aber Mac oder Mark reichen. Auch Jake begrüßte Jo lächelnd. Das heißt bei uns nicht umsonst, dass Leute wie du die Navy zusammenhalten, obwohl das einige Offiziere nicht gern hören. Auch von mir vielen Dank für deine Hilfe, für unser Team. Mensch, Jungs, jetzt hört auf, ehe ihr mich noch ganz verlegen macht. So viel habe ich ja auch nicht getan. Und nun kommt mit. Aus sicherer Entfernung hatte Jörg die Begrüßung verfolgt. Anscheinend hatte er trotz der Hitze ein Beet umgegraben. Sven war gespannt, wie der Junge sich verhalten würde. Auch Dirk sah immer wieder unauffällig zu ihm rüber. Erst als sie um den Tisch rumsaßen, kam Jörg näher. Er begrüßte zunächst Dirk und bedankte sich, dass er sich bei der Bank für sie eingesetzt hatte, ehe er auch Sven höflich ansprach. Dann hob er das Kinn höher und sah Mark direkt an. »Ich möchte mich bei Ihnen dafür entschuldigen, dass ich einen Ihrer Männer in Gefahr gebracht habe. Das tut mir aufrichtig leid. Bitte richten Sie das Pad aus.« Mark beschränkte sich auf seinen kältesten Offiziersblick. »Und? Was ändert sich dadurch?« Jörg sah Mark weiter fest an. »Nichts. Leider. Ich kann es nicht mehr ändern, aber mich wenigstens entschuldigen.« »Und? Was machst du jetzt? Weiter mit deinen angeblichen Freunden rumhängen und Leute zusammenschlagen?« Jörgs Blick irrte zu Dirk. Er schluckte und schüttelte den Kopf. »Nein, ganz bestimmt nicht.« »Und was dann?« »Ich arbeite, damit meine Schwester von den Schulden runterkommt, für die ich verantwortlich bin. Herr Richter hat mit der Bank gesprochen, und wir zahlen jetzt monatlich einen festen Betrag zurück. Und ab Herbst gehe ich wieder zur Schule und hol das Abitur nach. Danach werde ich mich bei der Bundeswehr als Offizier bewerben.« Das war Sven neu. Er fürchtete, dass Mark den Jungen jetzt auflaufen ließ. Aber er hatte sich getäuscht. »Hast du immer noch diese idealisierte Vorstellung vom Militär?« Mark ließ weder Herablassung noch Ironie, sondern nur Interesse durchblicken. Jörg schüttelte den Kopf. »Nein, das liegt hinter mir. Ich habe in den letzten Wochen viel von Jo gelernt und noch mehr drüber gelesen. Ich glaube schon, dass es trotz aller Kritik dort auch wichtige Aufgaben gibt. Und ich möchte das Gefühl haben, was Richtiges zu tun. Nicht wegen der Aussicht auf Verbeamtung oder weil ich keinen anderen Job finde, wie viele andere, die zum Bund oder zur Polizei gehen. Ich glaube, aus dem Grund war auch mein Vater dort. Vielleicht auch ein bisschen, um einiges wieder gut zu machen. Meinetwegen nennen Sie es idealistisch. Wenn, dann nicht im negativen Sinn. Aber sieh es dir vorher genau an, ehe du dich festlegst. Das werde ich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, wenn ich mich beeile. Schaffe ich auch noch das andere Beet? Sven sah dem Jungen nachdenklich hinterher. Der grieb sich übers Kinn.
Seine Miene war ein Spiegel der Zweifel, die Sven fühlte. »Meinst du, er packt's?« Sven breitete die Hände aus. »Ich weiß es nicht. Ich glaube, er meint es ehrlich. Und anscheinend hat er jetzt tatsächlich ein ziemlich realistisches Bild von der Bundeswehr. Aber lass ihn dort an die falschen Leute kommen. Und das war's dann. Doch ich glaube, er ist auf einem guten Weg.« Jo nickte bekräftigend. »Das ist auch meine Einschätzung. Wir können ihnen nur einen kräftigen Schubs geben. Laufen müssen sie dann alleine.« Der Nachmittag war viel zu schnell vorüber und es wurde Zeit zum Aufbruch. Es war immer noch angenehm warm und die Rückfahrt würde ein Vergnügen werden. An einem Samstagabend waren die Straßen so gut wie leer und sie erreichten Ahrensburg wesentlich schneller als erwartet. Schon lag die Kreuzung vor ihnen, an der sie sich trennen mussten. Eigentlich hatte Sven gehofft, dass sie an diesem für ihn besonderen Abend noch was gemeinsam unternehmen würden. Aber anscheinend hatte er sich geirrt. Er lenkte sein Motorrad in die Linksabbiegerspur und winkte seinen Freunden zum Abschied zu. Niemand machte Anstalten, ihn aufzuhalten. Im Gegenteil, Dirk schien sich mehr für den Rückspiegel zu interessieren. Und auch Jake sah sich lieber aufmerksam um, als sich von ihm zu verabschieden. Die Ampel wurde grün und Sven beschleunigte. Hinter ihm heulte ein Motor auf. Ein schwarzer Mercedes-Kombi mit verdunkelten Scheiben näherte sich ihm von hinten mit hohem Tempo, überholte ihn in einem wahnwitzigen Manöver noch in der Kurve und stellte sich direkt vor ihm quer. Sven schaffte es in letzter Sekunde, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kämpfte noch mit dem Gewicht der Maschine, als drei Männer in schwarzen Kampfanzügen, die Gesichter unter schwarzen Masken verborgen, aus dem Wagen sprangen und Maschinenpistolen auf ihn gerichtet hielten. Erschrocken drehte sich Sven um. Seine Freunde standen noch immer an der Kreuzung und sahen zu ihm rüber, ohne einzugreifen, geschweige denn ihm zu helfen. Dirk hatte sogar den Helm abgenommen und schien sich zu amüsieren. Nun erschienen auch noch zwei Streifenwagen und sperrten den Kreuzungsbereich ab. »Hey, hier spielt die Musik«, rief einer der Angreifer Sven zu. Sven drehte sich um und versuchte, trotz der Handschuhe unauffällig an seine Waffe zu kommen. Mit einem Satz war einer der Männer bei ihm. »Sag mal, spinnst du? Zähl mal nach. Wir sind in der Überzahl.« Sven blinzelte überrascht. »Die Stimme und die grauen Augen erkannte er sofort. Stefan.« »Was?« Langsam begriff Sven, was sich hier abspielte, und er sah genauer hin. Der erste Angreifer schien unter seiner Skimaske zu lächeln, hob nun aber drohend seine Maschinenpistole. »Falsche Richtung. Du fährst uns jetzt nach. Entweder freiwillig oder...« »Ich bin doch nicht wahnsinnig und lege mich mit euch allen gleichzeitig an.« »Gut, so ist's brav.« Während Sven seine Maschine wendete, breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. Dann sah er im Rückspiegel, dass ihnen zumindest ein Streifenwagen in sicherem Abstand folgte. Wenig später hielt der Kombi direkt vor Dirks Garage. Lachend stieg Sven von seinem Motorrad ab und ging auf den Fahrer zu. »Verdammt nochmal!«
Andi, du hast mich 10 Jahre meines Lebens gekostet. Mindestens. Was soll das Ganze? Andi kam nicht dazu zu antworten, weil hinter ihnen 2 Streifenwagen hielten, die zur Begrüßung die Sirenen aufheulen ließen. Lächelnd legte Stefan ihm einen Arm um die Schulter. Während ihr unterwegs wart, haben wir alles vorbereitet. Freu dich nicht zu früh. Dein Junggesellenabschied wird ordentlich gefeiert. Und was ist mit den Frauen? Das hier ist eine Männerveranstaltung. Alex und Laura haben was Ähnliches für Britta organisiert. Sven sah Dirk an. Hast du was davon gewusst? Wer? Ich? Nö, ich bin genauso erstaunt wie du, gab Dirk zurück. Sven glaubte ihm kein Wort. Grinsend lenkte Dirk ein. Ich wusste nur das, was geplant war, aber nicht was. Darauf kam es jetzt auch nicht mehr an. Die Überraschung war seinen Freunden geglückt. Dirk wurde von Matthias einfach zur Seite geschoben. Mach mal Platz. Ich hab ältere Rechte. Manchmal ist Sven ein bisschen naiv. Sonst wäre er selbst drauf gekommen, dass er so einfach nicht davon kommen wird. Übrigens, bist du an dem ganzen Chaos selbst schuld. Wer sich solche Freunde aussucht, muss auch mit ihrem merkwürdigen Sinn für Humor leben. Das klang logisch. Als er nun erst bemerkte, dass nicht nur das komplette SEAL-Team, sondern auch Andis Männer und einige seiner Kollegen anwesend waren, musste er schlucken. Damit hatte er dann doch nicht gerechnet. Als sie es endlich bis auf die Terrasse geschafft hatten, erblickte er dort den nächsten unerwarteten Besucher. Joss. Mit dem DEA-Agenten hatte er sich blendend verstanden, nachdem er ihm seine Meinung über sein Vorgehen unmissverständlich gesagt hatte. Das hatte niemand verwundert. Denn mit Svens früheren Job als Drogenfahnder und der Tatsache, dass sie beide ihre Familie verloren hatten, lagen die Gemeinsamkeiten auf der Hand. Aber auch Dell und Rage, 2 weitere SEALs, mit denen sie schon zusammengearbeitet hatten, waren überraschend eingetroffen. Noch vor wenigen Wochen hätte Sven niemals damit gerechnet. Aber jetzt bedauerte er es aufrichtig zu hören, dass Browning in letzter Minute zu einem Einsatz aufbrechen musste. Er hätte sich trotz des schwierigen Beginns gefreut, ihn zu sehen. Als er bemerkte, dass Mark einige Meter zur Seite gegangen war, um zu telefonieren, musste Sven lachen und stieß Dirk an. »Sieh dir das an!« Wetten, der fragt bei Laura nach, wie es dem Kleinen geht. Ich bin doch nicht bescheuert und halte dagegen. Die Morgendämmerung begann die letzte Dunkelheit zu vertreiben, als Stefan die wenigen Meter zu seinem, ihrem Haus zu Fuß zurücklegte. Bei dem Umzug vor 3 Wochen hatten sie beinahe mehr Hilfe gehabt, als sie gebraucht hätten. Und so das Haus in Rekordzeit beziehen können. Sarah hatte sich endgültig entschieden, ihren Job in der Ostseeklinik zu behalten. Und Henrik war so weit gegangen, sich bei Stefan dafür zu bedanken. Svens Junggesellenabschied war großartig geworden, genau wie sie gehofft hatten. Noch vor wenigen Wochen hätte er einen großen Bogen um solche Veranstaltungen gemacht. Jetzt genoss er sie. Stefan hatte immer noch keine Ahnung, wie sie ihn dazu gebracht hatten,
zu einer Gitarre zu greifen, geschweige denn, wo Fox die her hatte oder woher er wusste, dass er damit umgehen konnte. Plötzlich hatte er ein altes spanisches Liebeslied gespielt. Nach und nach waren alle Gespräche verstummt. Aller Blicke waren auf ihn gerichtet gewesen, während er Sarahs Bild vor Augen hatte. Zumindest einige seiner Freunde hatten garantiert gewusst, an wen er während des Spiels gedacht hatte. Danach hatte er zu einem schnelleren Stück übergeleitet. Er musste lachen, als er daran dachte, wie Dirk und Pat auf den Gartentisch gesprungen waren und eine höchst eigenwillige Gesangseinlage zum Besten gaben. Vor Lachen hatte er die Akkorde nicht mehr getroffen, was jedoch keinen gestört hatte. Als der Gartentisch unter Pat und Dirk zusammenbrach, hatten sich beide perfekt abgerollt, einmal geschüttelt und die Bierflaschen aufgefangen, die ihnen als Belohnung zugeworfen wurden. Als er nun vor der Haustür stand, war er nicht überrascht, dass ein Lichtschein durch das Glas fiel. Selbst wenn Dirks Haus durch die zahlreichen Überraschungsgäste nicht an seine Grenzen gestoßen wäre, hätte er es vorgezogen, nach Hause zu gehen. Nach Hause. Die Haustür öffnete sich und Sarah kam ihm entgegen. Lächelnd hielt er sie mit beiden Armen umfangen. »Ich wusste, dass du nicht bei Dirk schläfst.« »Ich wollte nur nicht irgendwem den Platz wegnehmen, der ihn dringender braucht.« »Von wegen. Und wie war's?« »Die Überraschung ist uns gelungen.« »Schön. Einfach nur schön.« »Gut.« Zufrieden schmiegte sich Sarah enger an ihn. »Und bei euch?« »Auch gut. Aber ich wollte trotzdem nach Hause. Zu dir. Ich bin gespannt, was uns morgen erwartet.« »Ich vermute, die haben sich noch einiges einfallen lassen, um den Tag für Sven und Britta unvergesslich zu machen.« Stefan hatte Andi und Mike über einen Hubschrauber reden hören. Aber das würde Sarah noch früh genug erfahren, sofern sie es schafften, rechtzeitig aufzustehen. Er griff in seine Jackentasche, holte sein Handy vor und zeigte Sarah das Display. »Was meinst du, was es Pat wert ist, wenn niemand dieses Bild zu sehen bekommt?« Sarah lachte, als sie sah, dass es sich Pat in Tims Kinderbett mehr oder weniger bequem gemacht und dabei den Kopf in dessen Kuscheldrachen vergraben hatte. »Vermutlich bringt er dich dafür um.« »Versuchen wird er's, aber keinen Erfolg damit haben.« »Schade, dass wir Frauen bei euren Männerveranstaltungen nie erwünscht sind.« »So würde ich das nicht sehen, Engel. Immerhin kannst du ganz sicher sein, dass wir immer zu euch zurückkehren. Gönn uns den kleinen Spaß.« Stefan hob Sarah auf die Mauer aus Feldsteinen und setzte sich daneben. Zärtlich legte er ihr den Arm um die Schulter und deutete dann auf eine Eiche, die mit ihren ausladenden Ästen direkt an der Grundstücksgrenze stand. »Sieh mal, da hinten geht extra für uns die Sonne auf.« Sarah lehnte sich an ihn. »Die ist für mich schon vor einer ganzen Zeit an einem Ostseestrand aufgegangen.« »Für mich auch, Engel. Für mich auch.« Schweigend saßen sie nebeneinander und sahen zu, wie die wenigen Wolken sich rot färbten, als die Sonne,
die letzten Reste Dunkelheit vertrieb.